Wenn die Sonne das nächste Mal aufgeht, wird Snow nicht mehr unter uns weinen. Ich kann es kaum glauben, aber mein Ziel ist zum Greifen nah. Und nun sind wir im Haus der bösen Königin. Serena und ihr Sohn Ryan essen gerade zu Abend und sie sagt, weißt du was, mein Schatz? Ich werde schon sehr, sehr bald wieder heiraten. Wie, du wirst wieder heiraten, Mom? Wen denn bitte? Das wirst du schon sehr, sehr bald sehen. Und wir wissen natürlich ganz genau, von wem unsere gute Serena spricht. Und zwar von Oliver Parker, dem Ehemann ihrer Erzfeindin und ihrer eigenen Zwillingsschwester Snow. Und Serena geht davon aus, dass sie dieses Ziel auch sehr, sehr bald erreichen wird. Denn wie wir im Intro gesehen haben, Serena geht davon aus, dass Snow den heutigen Tag nicht überleben wird. Aber natürlich kann sie ihren Plan nicht umsetzen, solange ihr Sohn noch wach ist. Deshalb sitzen die beiden nun hier im Wohnzimmer und schauen gemeinsam einen Film. Und vermutlich ist euch das auch schon aufgefallen, es leben nur noch die beiden hier in diesem Haushalt. Denn die böse Königin hat einen Tipp für euch, was man mit Kindern machen kann, die man nicht so gerne mag. Man kann ihnen einfach eine Wohnung kaufen. Und genau das hat sie bei Baby Coco gemacht. Die lebt jetzt nämlich in einer Wohnung in Del Sol Valley und was Serena nicht weiß, sehr, sehr bald wird auch eines von Snows Kindern zu ihr dazu ziehen. Wir haben nun kurz vor 21 Uhr, der Film ist zu Ende und unser Ryan ist auch schon wirklich, wirklich müde. Deshalb wird Serena zu ihrem Sohn sagen, ich sehe doch, wie müde du bist. Komm, ich bring dich ins Bett. Ich habe heute ohnehin noch einiges zu erledigen, aber mach dir keine Sorgen. Bis zum Sonnenaufgang bin ich wieder da. Und in der Zwischenzeit kannst du dich ja noch immer an unseren Butler wenden. Kurze Zeit später ist er dann auch schon eingeschlafen und dann wird sie sich auf in die Küche machen. Denn möglicherweise habt ihr es euch schon gedacht, Serena hat ja eine Spezialität, Menschen um die Ecke zu bringen. Und das ist mit Essen. Deshalb wird sie eine Schokotorte backen. Diese Schokotorte wird sie dann mit der Hilfe von ihrer Hexenfreundin Nevia vergiften. Denn die hat ja einen ganz besonderen Trank gebraut, den man unmöglich nachweisen kann. Und damit wirklich niemand sie verdächtigen kann, wird sie das Geschenk auch nicht als Serena übergeben. Sie wird sich verkleiden. Und zwar als Snows ältester Sohn. Und so könnte es sein, dass Snow bis zu ihrem letzten Atemzug keine Ahnung hat, wer wirklich dahinter steckt. 3 Tage später. Meine Mama ist nicht mehr da. Niemand weiß genau, was passiert ist. Aber sie ist von uns gegangen. Und ich verstehe die Welt nicht mehr, denn Papa hat auch schon eine neue Freundin. Sie heißt Serena und ist schrecklich. Meine Brüder hassen ihn dafür. Aber ich kann doch nicht auch noch meinen Papa verlieren. Alles, was mir früher wichtig war, ist verloren. Meine Mama ist weg, meine Brüder sind weg und mein ganzes Zuhause. Es dauerte nicht lange, bis alle ausgezogen sind. Erst meine Brüder, dann mein Papa und ich. Wir leben nun in Serenas riesigem Haus. Mein neuer Stiefbruder macht mir das Leben zur Hölle. Ich fühle mich wie ein Einzelkind. Und ich merke auch, dass mein Papa immer älter wird. Bald bin ich ganz allein.